Und Steinziegel haben wir hier. Und da habe ich natürlich erstmal den Stein rausgepackt. Das ist sehr klug. Soß und Soß. So. Zack. Dann können wir erstmal Slabs draus machen. Treppen. Keine Ahnung, was wir davon jetzt gebrauchen können oder nicht. Ich mache erstmal einfach diese Sachen daraus und dann werden wir ja sehen, was wir noch gebrauchen können. Und wovon wir dann halt noch mehr brauchen. Das wird dann, ja, da machen wir halt noch ein bisschen mehr. Jetzt gedacht. So. Dann hier erstmal kommt jetzt ein kleines Dach dran. Natürlich wieder falsch rum. Das war geplant so. Das wollte ich so gewieft hinkriegen. Ja, du wieder. Willst wieder der Außenseiter sein, hä? So. Wortlos. Was ich auch immer nicht verstehe, bei mir hier, wenn ich das hier gucke, sieht es eigentlich viel farbenfroher aus, als wenn ich es dann, als die Videos dann im Endeffekt. Das ist mir auch früher schon aufgefallen, bei älteren Folgen, wo wir noch dieses komische Texture Pack da hatten, dieses hässliche. Und bei dem hier, das ja allgemein so ein bisschen dunkler ist, wenn dann noch die Farben, also so dieser Kontrast so ein bisschen runtergestellt wird, dann sieht das einfach nur mehlig und scheiße aus. Tja, aber ich kann es nicht ändern. So, die Treppen brauchen aber immer ganz schön viel hier. Ach ja, und hier kann ich keinen Zaun hinbauen, weil ich immer hier so lang laufe. Fällt mir auf. Das Zeug muss ja auch weg. So. Vielleicht müssen wir das Haus ja auch versetzen. Aber darauf habe ich eigentlich keine Lust. Vielleicht mache ich das mal offscreen. Hier ist so ein bisschen was dran. Keine Ahnung, einfach nur so. Hinten machen wir ja keine Holzdinger hin, das wollen wir nur hier vorne machen. Und wo ich das auch gerne hätte, ist hier unten. Mach mal die Tür raus. Und nur 4 Holz haben wir dabei. Na klar. Komm, wenigstens das Ding wieder rein. In 1.8 werden jetzt auch die Türen hinzugefügt, die so, also aus allen Sorten, also zum Beispiel auch aus Spruce Wood oder Dschungelwood oder so. Oder Akazien. Das finde ich eigentlich auch ganz geil, wie die aussehen und so. Was ich dann aber noch komisch finde, die haben alle so gute neue Texturen im Inventar, also wenn die hier im Inventar liegen. Und die alte Holztür hat immer noch dieses komische aus der Alpha. Oder noch früher. Tja, ich denke mal, das wird alles noch angepasst, wenn die hier fertig sind mit der Version. Da hänge ich noch mal eine Fackel hin. Und ich muss mal hier neue Setzlinge pflanzen. Ich glaube, ich mache mir als nächstes dann mal eine Baumplantage. Ich muss das Ding da unten unbedingt zumachen. Das verwirrt mich immer wieder. Hol ich mir jetzt meine Hoe und ein bisschen Erde. Fragt sich nur, wo die Hoe ist. Ach so, hier. Ja, ich bin wieder sehr mit offenen Augen unterwegs hier heute. So, weg da, weg da. Und dann hoffe ich mal, dass hier ein paar Setzlinge runtergeploppt sind. Die brauchen wir nämlich. Wie gesagt, Baumplantage und so. So, Laub weg. Und ich weiß nicht, warum ConCrafter das immer in seinen Minecraft-Facts sagt.
Aber der hat ja schon zwei oder dreimal irgendwie mal vorgestellt, dass wenn man irgendeinen Block mit einer Hoe abbaut, dass sie sich nicht abnutzt. Aber ist doch scheißegal. Wenn ich es mit einer Hoe abbaue, hat es denselben Effekt wie mit der Hand. Da braucht sich die auch nicht abnutzen. Und ich weiß nicht, warum er das dann vorstellt. Also, das finde ich dann immer ein bisschen sinnlos in seinen Minecraft-Facts-Folgen. Fiel mir nur gerade ein, weil ich auch mit der Hoe ein bisschen Laub abgebaut habe. Oh. Eichensetzling. Akazien und Tropen. Haben wir keinen Birkensetzling oder so? Nö. Na gut, wenn du meinst. Ach so, und es gibt dann auch Tropenzäune und so. Das finde ich dann ein bisschen scheiße. Du kannst ja halt nicht mehr die normalen Zäune craften. Also, du musst wirklich immer Eichenholz dann nehmen, um den Standardzaun zu haben. Und wenn du... Ja, keine Ahnung, das ist halt alles... Du kannst dich halt im Endeffekt nicht mehr entscheiden, weißt du? Das finde ich so ein bisschen blöd. Ah, naja. Ich habe ja auch nichts zu sagen hier, ne? Ich muss es ja nur let's playen, beziehungsweise ich muss es auch nicht, ja. Ich kann nur jederzeit aufhören. Mach ich aber nicht. Weil es mir Spaß macht, immer noch, nach wie vor. So, das Zeug wäre auch fast despawned wieder mal. Pff, sieht mir jetzt wieder ein bisschen zu fett aus. Ah, naja, komm. Muss auch mal was Fettes geben hier. Das Feld ist mir noch einen zu hoch. Das würde mir besser gefallen, wenn es einen tiefer wäre. Hm. Aber vielleicht können wir das Ganze hier anpassen. Und machen dann hier unsere Baumform hin. Ich mache das erstmal alles einen höher. Und da, wo dann am Ende auch kein Gras ist, werde ich auf jeden Fall mir noch... Na, natürlich reicht die Erde wieder nicht. Da werde ich mir auf jeden Fall dann noch ein bisschen Knochenmehl schnappen und da mal drüber bügeln. Weil ich es einfach besser finde, wenn da mal ein bisschen hohes Gras auch ist. Nicht immer nur so ein... Ja, keine Ahnung, so eine kahle Fläche halt. Alter, wieso verbaue ich mich hier ständig? Ich mache das jetzt mal langsamer, so. Okay. Ja, aber hier denke ich mal nicht, dass ich hier eine Baumform hinmachen werde. Nur um das Ganze mal ein bisschen anzupassen hier. An die restliche Umgebung. So. Hier kann auch noch was hin. Fackel erstmal weg. Fackeln müsste ich sowieso auch nochmal viel präziser setzen. Ja, was wir hier dann hin machen, weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall mal sowas hier. Das kann man eigentlich alles erhöhen. Warte mal. Mache ich jetzt einfach mal diesen hier. Das stört sonst zu sehr. Vor allem dieses hohe Gras, wenn man da Erde drüber bauen will, da verklickt man sich immer ständig. Also noch mehr als sonst. Das ist natürlich auch nicht so gut. So. Eine Schweinefarm könnte man natürlich auch machen, aber wir haben schon Schafe und Kühe, das reicht erstmal. Und da muss ich jetzt auch langsam mal wieder hin. Ja, ja, lauf du nur. Die Samen, die wir jetzt hier einsammeln, werde ich auch alle wegwerfen. Die brauchen wir einfach nicht. Das ist mir dann einfach ein bisschen zu unnötig, ganz ehrlich. So, einfach in den alten Tümpel. 28, Alter. Von der kleinen Stelle hier. Also relativ klein. So, jetzt sollte man das Mausklicken auch kaum noch hören, also kann ich jetzt hier schön übertrieben abgehen. Das ist schon mal sehr angenehm. So. Und
Und jetzt bietet sich eigentlich auch an, dass es Nacht wird. Da kann ich nämlich mal gucken, wo überall Fackeln hin müssen. Was ich ja auch cool fände, wenn wir jetzt hier diesen Mod aus Attack of the B-Team drin hätten. Wo man das sehen kann, wenn man F7 drückt. Vielleicht geht das auch so. Nö, natürlich nicht. Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Wo man sehen kann, wo Monster spawnen können. So. So, weg da. Ich könnte mir eigentlich auch mal ein paar neue Fackeln machen. Für den Anlass halt jetzt. Weiß nicht, wie viel wir noch brauchen werden dann. Im Endeffekt. So, komm, den setz ich erstmal dahin. Aber so geht das auch schon mal gut. Da vielleicht noch. Da so. Halt immer ein bisschen mehr. Die Umgebung so ein bisschen abstecken. Da vielleicht nicht schon wieder so. Ey! Ja nicht. So, und wir sollten da noch keine Creeper explodieren. Alter. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Das steht aber auch genau sofort neben dir. Das ist unfassbar. Die hören echt, was du sagst hier. Wie der NSA. So. Dann hier noch hin. Hier vielleicht noch. Na. So. Ja, das ist natürlich jetzt der Nachteil. Von allen Seiten kommen sie. Und wollen was. Weg mit dir. Weg mit dir. Spinne ist tot. Nein, nicht schon wieder. Mann, das ist ja echt scheiße mit denen. Hier noch eine hinter den Baum. Da noch. Okay, da sollte ich erstmal alles abgefackelt haben jetzt. Oder hier. Kann die mal mehr hier hin. Die Playlist hat schon wieder aufgehört. Was ist denn los? So. Schon wieder hier. Gibt's doch nicht. Sind aber auch wie die Pest, diese Viecher. Wir will nur mal ein bisschen ausleuchten. Schon wieder. Ist doch nicht wahr. Natürlich. Ja gut, mittlerweile, wir wissen ja, dass die immer zu viert vorkommen. Und von daher können wir uns, denken wir mal, einen sehen, werden wir noch drei weitere sehen. Ja, ja. Ey, dahin. Schon wieder. Wegen dem scheiß hohen Gras, ey.
Was ist mit dir los? Das sah gerade aus wie ein Dorfbewohner. Apropos Dorfbewohner, wir könnten eigentlich auch mal Dorfbewohner-Zombies wieder zu Dorfbewohnern machen, bevor wir uns sie cheaten. Weil es ist eigentlich relativ realistisch, dass wir da welche finden. Das machen wir aber dann mal nächste Nacht. Und diese Nacht werde ich wahrscheinlich überspringen, oder nee. So, hier sind ja eh nur... Hier ist ja eh nur ein Schaf drin. Das braucht dann erstmal 3 Jahre, bis das hier rauskommen kann überhaupt. So, ach so, hier. Mache ich nochmal 2 Fackeln drauf, ist ja scheißegal.